Schalömchen, Freunde! Schalömchen. Erstmal in unserem Shop verfügbar jetzt. Aber ich glaube, jetzt habt ihr schon gesehen, was heute Anmach ist für ein Thema. Und zwar E-Scooter, umweltfreundlich, ja, nein, vielleicht Gemüse essen oder ohne essen. Vielleicht auch mit Zitronen. Also wir sind natürlich der Meinung, klar, Großstadt, kannst du nicht, kommst du nicht drum rum. Ne? Nein. Du stehst da mehr im Stau. Wir haben hier Großstadt, ist bei uns zum Beispiel Duisburg. Alter, freitags willst du da nicht langfahren. Willst du einfach nicht langfahren. Und so ein E-Scooter, wenn du das mal vergleichst, kostgünstig, schon extrem günstig. Und ich habe da ein kurzes... Ja, vor allem, wir wurden nämlich sehr oft gefragt, was kostet das eigentlich, 100 Kilometer E-Scooter gegen 100 Kilometer Auto? Und was kostet das der Umwelt? 100 Kilometer ist gut, 100 Kilometer Auto. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Kosten an. Das wird mich die meisten von euch, denke ich mal, interessieren. Also tatsächlich, Kosten für 100 Kilometer E-Scooter fahren. Also kurz, wir müssen einmal kurz sagen, das weiß ja jeder. Ein Auto, ja. Wir nehmen jetzt mal einen modernen Kleinwagen. Ihr könnt es natürlich auch mit einem X6M vergleichen. Am besten noch so ein M55D. Wobei, ne, der verbraucht gar nicht so viel. Egal. Jedenfalls, sagen wir mal, ein Autoverbrauch, so 5 Liter, super. Das ist schon niedrig eigentlich. Also der 100 Jazz von meiner Mutter verbraucht irgendwie 4,8 Liter oder so. Ja. Also wenn ich damit fahre. Wenn die damit fährt, irgendwie 5,5, obwohl ich schneller fahre. Ist ja auch egal. Jedenfalls sagen wir mal, okay, sagen wir mal 5 Liter. Kostet auf 100 Kilometer. Und was kostet Sprit momentan? 1,60 oder so eine Kacke? Alter, Diesel momentan 1,55. Ah ja, aber kloppt. Also sagen wir mal einfach mal, kostet 1,50, super. Ist ja nicht so, ist deutlich teurer. 1,70. Aber dann, okay. So, sagen wir einfach mal 1,50, komm, scheiß drauf. Das heißt 7,50 Euro pro 100 Kilometer mit dem Gerät. Nur an Kraftstoff. Und jetzt, das kostet E-Scooter über Steckdose aufladen bei den deutschen Strompreisen? Auf 100 Kilometer 30 Cent. 30 Cent? Ne? Also, ich fand das ein bisschen unglaubwürdig tatsächlich, aber das ist wohl wirklich so. Wir haben uns ja echt mal ausnahmsweise informiert über irgendwas. 30 Cent, Freunde, pro 100 Kilometer. Jetzt stellt mal vor, ihr dürft damit nur 30 km/h fahren. Ich glaube, dann würde es genug E-Scooter geben. Ne? Also, ja. Weil. Vor allem wie der Verkehr in den Großstädten, Alter, da kriegst du echt, da kriegst du echt. Und jetzt kommt's, was wir jetzt noch ausgesucht haben, und zwar den CO2-Ausstoß vom E-Scooter und vom Auto. Ja, das ist auch ein großer Unterschied. Also, kann man mal sagen, also ein Kleinwagen, sind wir jetzt bei 5 Liter ungefähr, super, hast du ungefähr 14 Kilo CO2-Ausstoß und beim E-Scooter sind es 900 Gramm. Ihr müsst euch überlegen, die 900 Gramm im E-Scooter, die kommen nicht aus dem E-Scooter, die kommen aus dem Kohlekraftwerk, das das produziert. Also beim Auto kommt es quasi aus dem Auto. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, ihr macht euch hinten am Auto einen Eimer hinten dran, fahrt 100 Kilometer und in dem Eimer sind dann 14 Kilogramm Scheiße. Das ist doch ein ordentlicher Eimer, ey. Ja, es ist so, damit man das veranschaulichen kann. Und ja, jetzt kann man natürlich noch sagen, Atomstrom ist natürlich deutlich umweltfreundlicher. Ist natürlich jetzt hier andere Sachen, die dagegen sprechen, gegen Atomstrom. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird in Deutschland auch das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Man kann da immer gegen debattieren, aber tatsächlich ist Atomkraft sehr sauber. Ja. Hast du aber trotzdem Müll hinten dran. Klar, hast du Müll hinten dran. Das ist aber ja das Problem mit dem verschobenen Problem. Gibt ja dieses lustige Bild, wo so ein Autofahrer quasi fährt und so die Umwelt verpestet. Und da steht so ein Typ und hältst du die Nase zu, nach dem Motto der asoziale Autofahrer. Und dann steht da fährt da so ein Tesla vorbei und der Typ ist so am Grinsen, weil alles voll sauber. Aber im Hintergrund siehst du das Kohlekraftwerk, was dann die Umwelt vermüllt. Natürlich ist das auch nicht besser, ist das Problem nur hinten geschoben. Deswegen Solarenergie und so eine Scheiße ist natürlich deutlich ineffizienter, natürlich viel sauberer, aber darum geht's auch hier gar nicht. Aber stell einfach mal vor, viel mehr Leute würden E-Scooter fahren, wie viel Stau wir vermeiden würden, wie viel, es gibt ja auch Leute, die fahren einfach... Wie viel Views wir machen würden. Es gibt einfach auch Leute, die fahren nur einen Kilometer zum Kollegen, habe ich früher auch gemacht. Ne? Ja. Hätte ich einen E-Scooter gehabt... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aber auch so ein Penner, wa? Ich bin auch so ein Penner. Als ich, wie weit ist das von hier bis nach Edeka? Ich würde schätzen, wie viel Meter? Boah, also gute 750 Meter. Ja, 750 Meter. Ich bin immer mit dem Dieseltransporter nach Edeka gefahren, weil ich keinen Bock hatte zu laufen. Als ich den E-Scooter noch nicht hatte, muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen. Danach habe ich einen E-Scooter gehabt und bin dann immer mit dem E-Scooter nach Edeka gefahren. Außer ich brauche jetzt mal irgendwie 50 Tonnen Eis. Ja, es gibt natürlich auch Wocheneinkäufe, Samstagfeste, auch ein Auto,
Verstehe ich alles. Aber manchmal verstehe ich manche Leute nicht, die wirklich für jedes kleine bisschen ein Auto nehmen. Ne? Ja. Ich meine, du kannst auch ein Fahrrad nehmen, klar, wir sind für E-Scooter bekannt, deswegen sagen wir jetzt, gehen wir jetzt nur für E-Scooter aus, könnt auch gerne ein Fahrrad nehmen, das ist kein Problem. Sogar noch günstiger. Aber wir wollten einmal kurz nur vor Augen führen, was das für ein Vergleich ist, wenn du halt einfach mal viel mehr Leute in E-Scooter fahren würden. Vor allen Dingen, ich finde es auch schade, stell dir mal vor, den wir 30 fahren dürfen, was du wirklich in anderen Ländern auch darfst, dann würden viel mehr Leute fahren. Und dann wär's ja, weil das ja auch schon die Mofas ersetzt. Er ersetzt ja einfach komplett die Mofas dann. Ja. Weil die dürfen ja 27,5 so gesehen fahren und die Älteren dürfen sogar 30 fahren. Es gibt ja so gewisse Schlupflöcher. Diese alten, Diese DDR Roller, diese 50er, die dürfen tatsächlich 62 km/h fahren. Du darfst mit einem Klasse M Führerschein, wo du 45 km/h, also 10% Toleranz, sagen wir 50, die dürfen 62 fahren. Du kriegst da nochmal 10%, kannst 65 legal mit dem Ding fahren. Weil die unter so einer Art, wie hieß das irgendwie, ich weiß, also so ein Oldtimer-Denkmal-Kackschutz. So ein Kackschutz. Die habe ich doch früher mal erkundigt, die sind aber scheiße teuer, die Dinger. Aber gut, darum geht's doch nicht. Ja, aber jetzt haben wir noch dasselbe Problem mit dem Führerschein. Ja. Früher durftest du alles fahren, heutzutage darfst du nur B fahren und musst dafür für einen Hänger noch BE dran hängen. 125er also, müssen wir auch nochmal 600 Euro extra bezahlen. Ja, gut. Anderes Thema. Ja. Was wolltest du gerade noch sagen? Wir haben jetzt nochmal hier, weil ich kann die Kommentare schon riechen und die sind natürlich auch berechtigt. Da ist ja gleich, was Tesla auch mal vorgeworfen wird, Akkuherstellung, ja. Was bringt das denn, wenn das Ding im Endeffekt umweltfreundlich ist, wenn die Akkus aber in irgendwelchen Säureminen von den Space Rocks hergestellt wurden? Und jetzt wecken doch die Säureminen von den Space Rocks. Ich leider nicht. Echt nicht? So wenig Space Rocks früher nicht geguckt. Doch, ab und zu mal, ja. Aber gesagt, so. Mit den Säureminen, ja, ist doch scheißegal. Jedenfalls, das Thema ist deutlich ausschweifender und wir können auch mal für euch in so eine Akkuherstellungsanlage gehen, das ist kein Problem, können wir machen. Das ist natürlich, man hat keine wirklichen Vergleiche. Der Scooter ist jetzt mindestens schon ein Jahr alt, es hat schon so viel ausgehalten und mein Scooter, der steht da nicht. Der ist schon fast zwei Jahre alt und der hat schon so viel ausgehalten. Ist immer die Sache, wie geht man mit den Sachen um? Ja. Bei den Leihrollern zum Beispiel, die liegen dann nachher im Rhein drin oder so, das ist Kacke. Ja, da muss man vernünftig mit umgehen. Vor allen Dingen, wenn die Leihroller weg wären, würden alle viel besser auf ihre eigenen E-Scooter aufpassen. Ja klar, weil dein eigenen E-Scooter, den trittst du nicht auch Spaß durch die Gegend. Ja. Da könnten die Regierung ein bisschen noch mal mehr eingreifen in die Leihscooter, hoffentlich tun sie das auch. Wie auch immer, ich bin kein Politiker. Aber dieser Bundestag zuweilen mal Poli so. Ja, Freunde. Wir müssen mehr E-Scooter. Also wenn den Brennstoffkrieg, wir müssen mehr 30 km/h fahren. Jetzt bin ich schon wieder raus. Ja, na gut, Freunde, Video geht viel zu lange. Viel zu lange. Die geht letzte Zeit immer viel zu lange. Na, ist doch egal. Jedenfalls, wenn ihr wollt, dass wir nochmal uns genauestens mit diesem Akku-Thema Herstellung, was kostet das, wie umweltfreundlich, umweltschädlich ist das eigentlich, befassen. Weil das ist ein bisschen ausschweifender, das passt doch nicht in so ein 8-Minuten-Video, weil dann müssen wir vermutlich auch irgendwo hinfahren und mit irgendwelchen Leuten sprechen, die da einen Plan von haben und nicht nur irgendeine Scheiße labern und einen Pulli haben mit zwei Mastlogo drauf. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr vielleicht so ein Experte seid, der irgendwie übelsten Plan hat und nicht nur irgendeine Scheiße labert mit einem schwarzen Pulli und zwei Mastlogo, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Discord kontaktieren und uns da mal ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall danke an alle, die zugucken und danke an alle, die tatsächlich eher ein Fahrrad oder ein E-Scooter nehmen. Und abonniert uns bitte, wir haben echt nicht so viele Subs. Also ich hätte echt Bock auf 5.000 Subs noch im Januar. Das wäre krass, einfach so 5.000 Leute, wisst ihr, wie viel das ist. Wir haben vor einem Jahr 100 gehabt. Man kann nicht alles haben, aber wir bedanken euch trotzdem mit dir. Ja, vor allem so ein bisschen. Ja, aber dann hast du so gesehen doch alles, das ist nur nicht komplett. Ich will den Leuten danken, mein Gott. Dankeschön. Okay, Freunde, ciao.